Servus, hallo und willkommen zurück zu Ni no Kuni, Part 60. Im letzten Part haben wir versucht, diese Schatztruhe da oben zu kriegen und die kriegen wir nur, wenn wir genau hier stehen. So, beim letzten Mal hat das ein bisschen gedauert, aber diesmal habe ich die richtige Position gefunden. Und dafür gibt es einen Sägezahn. Ich schätze mal, das ist für ihn zum Beispiel geeignet. So, nee, warte mal. Okay, was habe ich da gerade bekommen? Ist das keine Waffe? Doch. Eine Klinge, okay. Die Klinge dieser genialen Waffe verfügt über ein sich drehendes Zahnrad, das alles zerfetzt, was es berührt. Und das kriegt... er hier? Nee, dann geht halt der Magiehaushalt in den Keller. Wer kann noch ein Schwert gebrauchen? Schwarzes Schwert. Ist sogar schwächer. Das ist gemein. Das ist wirklich heftig. Braucht kein Mensch. Der heilige Dolch. Ja, das macht halt auch die magischen Angriffe stärker. 119. Er greift ja eigentlich gar nicht so viel mit Magie an. Ich würde sagen, er kriegt den Sägezahn jetzt einfach. Basta. Wir haben im letzten Part damit angefangen, dass wir Leuten geholfen haben. Der rechts, der wollte, glaube ich, ich weiß nicht mehr, was der wollte. Ich muss mal kurz nachgucken. Einen Moment. So. Wir brauchen Güte auf jeden Fall. Der will Mut. Der braucht Glaube. Güte, Mut und Glaube. Und was ist das hier? Wissen wir noch nicht. Warum die Fee sich Sorgen macht. Im Goldhain. Okay. Und das Reisetagebuch am Gleis. Also ich würde sagen, die nächsten 1 bis 3 Parts werden ja nur die Nebenaufgaben erledigen. Dass ihr schon mal wisst, was auf euch zukommt. Mit ihm haben wir geredet. Das war der, der Mut haben wollte. Also das war der, ich habe den ja verwechselt. Okay, gut. Dann haben wir wieder alles im Überblick. Wie viele Karten habe ich? War das nochmal? Das sehe ich doch hier, oder nicht? Genau. Stempelkarten anzeigen. Ich habe 0. Mir fehlen noch 3 Stempel bis zur nächsten und dann holen wir uns... Genau. Dann holen wir uns... vermutlich Nachschlag, oder? Das scheint doch relativ stark zu sein. Wollen wir noch kurz ins Waffengeschäft? Also zumindest mal einen Blick reinwerfen. Ne, warte, das ist gar nicht das Waffengeschäft. Das ist, egal, aber vielleicht hat er Monsterjagden für uns. Warte mal. Okay. Flammenwand. Also Flammenwand ist richtig stark. Auf halbem Weg zum Gipfel der Qualmhöhe. Ja klar, wir haben jetzt den Reisezauber. Jetzt geht's ab so. Monster Meath. Schaurige Schlucht bei den Herbstlanden. Ein gigantisches Gasmonster stinkt so gewaltig, dass es nicht auszuhalten ist. Jemand muss etwas unternehmen. Dieser jemand sind wir. Ein weiteres Monster will die Qualmhöhe zur Explosion treiben. Halte es auf, sonst ist es um Al-Kuwait geschehen. Noch wahnsinniger heißt das Ganze hier. Nichts Gutes im Schilde. Eine riesige Schildkröte hat sich den Schädelberg als Heimat auserkoren. Kümmere dich gleich drum, ehe sie weiterzieht. Gibt halt ordentlich Punkte. Beziehungsweise Stempel. So, Wasserschaden. Ein lästiges Meerwesen bespritzt die Schiffe von Händlern mit Wasser und ruiniert so die Ladung. Unternimm etwas. Nein! Wasser auf einem Schiff. Hast du nicht gesehen. Okay, Belohnungen machen wir jetzt nicht.
Wir haben ja eh nichts. Boah, ich glaube, ich muss meine Schätzung ein bisschen weiter nach oben korrigieren. Kann auch sein, dass wir 3 bis 4 Parts dranhängen. So, was hast du für mich übrig? Die Entwicklung neuer Technologie ist keineswegs einfach, aber es ist zutiefst bereichernd. Meine Güte, klingt ganz so, als würden Sie Ihre Arbeit wirklich lieben. Woran arbeiten Sie denn gerade? Eine berechtigte Frage. Ich fürchte, ich kann zurzeit nicht arbeiten. Was? Wieso nicht? Es ist der leitende Ingenieur. Er kam vor kurzem ins Labor und erzählte uns, er habe sich entschieden, seine Forschung endgültig aufzugeben. Aber was kann ihn bloß dazu bewegen, so etwas zu tun? Ich habe nicht den leisesten Schimmer, aber ich bin sicher, dass am Ende alles gut wird. Er war schon immer ein Visionär und so etwas ändert sich nicht von heute auf morgen. Eines Tages wird er seinen Labormantel abstauben und seine Forschung fortsetzen. Meine Güte, Tröpfchen, der hat aber eine Menge Glauben, was seinen Boss angeht. Gut erkannt, Olli. Würdest du uns vielleicht einen kleinen Gefallen tun, hm? Ein Gefallen, sagst du? Nun, ich sehe nicht, was dagegen sprechen würde. Sagt mir, was ich für euch tun kann. Wir möchten Ihren Glauben gerne mit anderen teilen. Keine Sorge, es ist nicht so komisch, wie es sich anhört. Oh, doch, das ist es. Halten Sie nur einen Moment still. Warte mal, Olli. Davon hast du doch was in deiner Fiole, oder? Ah, warte mal. So ein bisschen jemand, das dringende Wort sein, braver Junge. Haben wir schon... Wo haben wir den Glauben her? Ah, Moment, hab mich vertippt. So, jetzt. Wir haben Glauben schon, aber... Wer hat denn uns gegeben? Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir haben ja keine andere Wahl. Da muss ich nochmal runter. Entschuldigung, da habe ich mich wohl vertan. Ich werde es zurückgeben und... Ah, warte mal. Hier, Hund. Kann ich mit dir reden? Naturnähe. Nee, leider nicht. Toller Hund. So, der war da links. Gut, ich werde Herzschenken wirken und diesem Mann seinen Glauben zurückgeben. Ich muss in den Tag hineingeträumt haben. Es gibt noch Forschungsarbeit zu erledigen. Ich kann nicht alles meinen treuen Assistenten überlassen. Nun, sieht so aus, als hätten sie ihren Glauben wieder. Meine Erinnerung ist etwas getrübt, aber ich bin sicher, du hast irgendwas Wichtiges für mich getan. Ich möchte mich erkenntlich zeigen. Erweise mir doch die Ehre und akzeptiere dies kleine Dankeschön. 3 Kugeln wolkenweiches Eis und 500 Gulden. Obendrauf gibt's noch 3 Stempel und damit ist die Karte voll. Ich werde im Kreaturenkäfig mal die Schokolade ausgeben. So. Was haben wir hier noch? Lass mal sehen. Okay. Angriff steigt. Magischer Angriff. Wer hat den magischen Angriff bei mir? Das war Lilly. So. Bull bekommst. Voll süß, wie sie den Stab immer ablegt. Magische Verteidigung, Genauigkeit. Also bei Genauigkeit weiß ich gar nicht, wie mich das geben soll. Die anderen Sachen habe ich schon langsam den Bogen raus. So, über eine Kill. Lass mal sehen. Ja, der kriegt zuerst. Der hat es auch wirklich nötig. Zumindest, dass er noch eine Attacke mehr wirken kann. Denn wir erinnern uns, sobald wir 3 Herzen haben, rechts, kann er eine Attacke mehr. Oder eigentlich kann er das doch schon, oder? Weil er in der 3. Entwicklungsstufe ist. Ich glaube, er muss 1 von beiden erreicht haben. So ist es. Okay. So. Der hier kriegt... Ah, nein.
Als habe ich mich vertan. Pudding. Der braucht Pudding. So, wir haben Schokolade. Was haben wir denn noch? Ihn hier kann ich füttern. Mit der magischen Verteidigung. Muss mir halt auch überlegen, wann ich diese Sachen hier einsetze, weil bisher sind sie halt nicht so wichtig. Giftkniff, naja, muss ich nicht unbedingt haben. Entladung, ja, ist nicht schlecht. Wasserbombe, Feuerschleudern, Also mal gucken, ich möchte halt tatsächlich nur dann einsetzen, wenn ich meine Party fertiggestellt habe. Wenn mein Team soweit fertig ist, dass ich sagen kann, okay, ich setze diese seltenen Steine ein. Und auch da muss ich gucken, welche Attacken die verlernen müssen. Also ich muss die Attacken ja erstmal so ein bisschen kennenlernen und dann schauen wir uns das Ganze einfach an. Waffengeschäft wollten wir ja sowieso noch reingucken. Kann ja nicht schaden, so. Lass mal sehen. Nee. Nee. Jein. Das ist halt um einiges besser. Wir kriegen auch keinen Hammer. So, das würde ich sagen, machen wir zweimal. Einmal für dich. Und einmal für dich. So, das nächste, was wir brauchen, das hat er schon. Das kann keiner tragen. Nee. Wenn die Magie sinkt, da bin ich jetzt nicht so begeistert. Finde ich nicht so gut. So, der eine trägt das schon. Unheimlicher Umhang. So, das kriegst du. Das trägt er bereits. Was ist das? Eine Schuppe. Okay. So, das rüsten wir über einige aus. So, scharfe Zähne. Plus 5 Angriff. Die geben wir ihm hier. So. Passt. Ja, genau. So, her mit deinem Glauben. Du hast Glaube erhalten, wir haben eine unerschütterliche Gewissheit. Oh, ich fühle mich recht eigenartig. Vielen Dank, ich hoffe, Sie können bald wieder an die Arbeit gehen. Ich bin sicher, dass ich bald wieder arbeiten werde. So, who's next? Zwei Personen haben wir noch. Ich glaube, der eine ist im Laden selbst. Freddy war sein Name. Nö. Scheint der Herr hier zu sein. Oh, es geht doch nichts über ehrliche Arbeit. Außer ein ehrliches Nachmittagsschläfchen. Ja. Ich fühle mich ziemlich schlecht. Hey, wach auf, du nichtsnutziger Tagdieb. Ich bezahle dich fürs Arbeiten. Mach schon, zack, zack. Tut mir leid, Boss. Was ist denn in letzter Zeit in dich gefahren?
Bei der Arbeit schlafen? Was soll das? Wenn dieser Unfug nicht aufhört, kannst du dich auf was gefasst machen. Jawohl, Boss. Ich spuck in die Hände und mach mich an die Arbeit. Ich verspreche. Hey, wachen Sie auf! Ihr Boss wird Sie sonst feuern. Hey du, willst du diese Arbeit behalten oder nicht? Ja, ich liebe meine Arbeit. Es ist nur, wenn ich müde werde, kann ich nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich hab's! Was unserem Dornröschen hier fehlt, ist ein bisschen gute alte Zurückhaltung. Wenn er weiter so wegnickt, steht er bald ohne Arbeit da. Also, was hast du vor, Olli? Erstmal herzlich gehen. Oh Gott, tut mir leid. Ich bin selbst noch müde. Oh Mann, und dann kommt der Typ hier um die Ecke. Alter, du machst mich fertig. Wir können nicht zulassen, dass er seinen Job verliert. Wir müssen ihm helfen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Junge. Geben wir ihm seine Zurückhaltung wieder, und zwar schnell. So, Herz schenken. Nimm das! Was? Oh! Was habe ich getan? Das hier ist ein Arbeitsplatz, kein Hotel. So, so. Sind wir also endlich frisch und ausgeschlafen? Ich hatte schon befürchtet, du würdest mich aus dem Geschäft schnarchen. Jetzt ist aber endgültig Schluss mit diesem Nickerchen-Unfug. Ich werde mich am Riemen reißen, die Ärmel hochkrempeln und an die Arbeit gehen. Das habe ich euch Gentlemen zu verdanken. Hier, das ist nicht viel, aber ich will, dass ihr es bekommt. Ein Nickerchenstein und 500 Gulden. Auftrag abgeschlossen. Schlummerkummer. Kann ich das jetzt schon öffnen? Nee. Klappt nicht. Ich habe gedacht, dadurch, dass ich den neuen Zauberstab habe, dass sich dann vielleicht etwas ändert. Aber ich schätze mal, ich brauche irgendwie einen neuen Zauber. Nee, vielleicht nicht unbedingt einen neuen Zauber, aber vielleicht baue ich erst die drei Steine für Morgenstern. Unseren Zauberstab. $30, yay! Wen habe ich jetzt noch übersehen? Eine Person steht noch da rechts. Und dann geht's auf Monsterjagd. Schon sehr gespannt. So, was geht mit dir? Hey, du mit dem Umhang. Wo zum Geier kommst du denn her? Ich? Wo ich herkomme? Tja, sehen Sie, die Sache ist die. Kannst du mir keine ehrliche Antwort geben, wie? Ich hab's. Du bist ein Spion, nicht wahr? Was? Ein Spion? Nein! Das bestimmt nicht, wirklich. Keine Widerworte. Ich erkenne einen Spion, wenn ich einen sehe. Augenblick. Ach so, das sagte er. Augenblick. Du bist auch einer von denen, nicht wahr? Ich habe eine ganze Spionagering ausgehoben. Du beschuldigst den großen Großfürsten der Feen der Spionage? Einen liebenswerten Gesellen wie mich? Schluss mit dem Gequatsche. Du bist nicht aus Schweinfurt und deshalb ein Spion. Ende der Geschichte. Oh Mann, entweder hat die Wache ein gebrochenes Herz oder ich bin ein verflixter Spion. Der argwöhnische Kerl hat wohl den Glauben an seine Mitmenschen verloren. Wenn wir nicht irgendwas unternehmen, stecken wir bald ganz schön in der Klemme. Ich habe ja noch ein bisschen Glauben. Herr Jemini, was, wenn er aufhört, die Leute durch das Tor zu lassen? Wir müssen etwas Glauben für ihn auftreiben. Herz schenken! Ich meine, was in aller Welt habe ich getan? Toll, sieht aus, als wären Sie wieder ganz der Alte. Tut mir leid, dass ich an deinen Absichten gezweifelt habe. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Als Entschuldigung würde ich dir gerne das hier geben. 3 Fleischpasteten und 500 Gulden. Und obendrein 3 Stempel. Puh, das war's. Müssen wir uns heilen? Nee, müssen wir nicht. Ausgerüstet sind wir auch.
Ja, dann müssen wir uns langsam hier Gedanken machen, wo wir die Monster alle finden. Ich weiß nicht, mit welchem Monster ich anfangen werde. Ich habe den Reisezauber ja auch noch nie benutzt. Ich weiß gar nicht, wie komfortabel oder unkomfortabel das ist. Also oben haben wir schon mal ein Monster. Und ja, das werden wir killen. Wie das Monster aussieht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!